Bitte passt immer auf, da wo ihr Angst habt, egal welche Angst das ist, die Angst um deine Gesundheit, die Angst um deine Altersversorgung, die Angst darum, dass du nicht irgendwann den Mann oder die Frau fürs Leben findest, halt. Das mit dem Reichwerden ist eine ganz gefährliche Sache. Bitte prüft euch da. Und wenn, wir werden gleich über Buße hören, wenn ihr feststellt, eines dieser Werkzeuge des Widersachers hat mich verführt, dann gibt es nur eins. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, mir fällt die Ehre zu, euch einen ersten geistlichen Impuls weiterzugeben, und zwar zu dem Thema Verführung in der Endzeit. Und ich habe uns zu diesem Thema Verführung in der Endzeit ein Wort mitgebracht, zwei Verse aus dem ersten Petrusbrief über den, der uns verführt. Nicht nur in der Endzeit, sondern von Anbeginn der Schöpfung. Und das ist der Widersacher, das ist der Teufel. Diese beiden Verse, die ich uns mitgebracht habe als Text für diesen Impuls, 1. Petrus 5, die Verse 8 bis 9. Da heißt es: Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Wir wollen kurz still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Verse, die du uns jetzt schenkst, für diesen ersten Impuls. Und wir wollen dich bitten, Herr, für diesen Impuls, dass du uns deinen Geist schenkst, für diesen Impuls, dass du bei uns bist, eben durch diesen deinen guten Geist im Reden und Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort. Amen. Als ich ein junger Christ war, ist ein alter Bruder im Siegerland zu mir gekommen und hat mich darauf aufmerksam gemacht und so ein Stück weit vermahnt und hat gesagt, da wusste er nicht, dass ich eines Tages Pfarrer werden würde, Pastor, denk immer daran, dass der Widersacher, dass der Teufel kommt und versucht, die Gemeinde Jesu zu zerstören. Dass er immer wieder kommt, dass er immer wieder verführt, dass er immer wieder versucht. Das hab immer wieder vor Augen. Ich denke oft noch an diese Worte zurück, weil die die Wahrheit der geistlichen Existenz sind. Bei all dem Wunderbaren, was er unser Herr und Heiland Jesus Christus tut, bei allem Tollen, was wir erleben dürfen, wir dürfen nie vergessen, es gibt einen Teufel, der geht herum und der ist wie ein brüllender Löwe und der will gucken und will verschlingen und will versuchen und will verführen. Und dieser alte Bruder sagte dann, es war ein Handwerker, der Teufel hat in seiner Handwerkskiste ganz viele unterschiedliche Werkzeuge. Und dieses Bild, das möchte ich euch heute mitgeben. Wenn wir uns über Erweckung Gedanken machen und warum das nicht passiert, dann hat das zu tun damit, dass es einen Widersacher gibt. Und er versucht genau das zu verhindern, dass Menschen eben nicht zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, dass sie nicht erweckt werden aus diesem tödlichen Schlaf der Sünde halt, sondern dass sie unter seiner Macht bleiben und dann mit ihm eines Tages verloren gehen. Und er hat, wie gesagt, in seiner Handwerkskiste unterschiedliche Werkzeuge, die Erweckung behindern. Und da möchte ich zu Beginn dieses Abends drüber sprechen, über fünf Werkzeuge. Ich hätte noch mehr mitbringen können, aber die Zeit ist begrenzt. Kurz fünf Werkzeuge sagen, mit denen dieser Widersacher versucht, uns zu widerstehen, uns anzugreifen und Erweckung zu verhindern. Diese fünf Werkzeuge sind Ungehorsam, Angst, Reichtum, Gebetsmüdigkeit und Lauheit. Ich will zu jedem der fünf Punkte kurz etwas sagen. Das erste Werkzeug, und damit arbeitet er am allermeisten, ist der Ungehorsam. Dass wir dem Wort Gottes nicht gehorsam sind. So geht das ja schon los im Paradies. Wenn wir über Verführung in der Endzeit nachdenken, dann ist das, wie gesagt, sagte ich eben schon, nichts Neues halt. Schon im Paradies geht es los. Adam und Eva, die kriegen ein klares Wort Gottes. Esst nicht von diesem Baum. Und dann kommt der Widersacher. Und er sagt, sollte Gott gesagt haben? Stellt die Wahrheit des Wortes Gottes in Frage. Das ist so sein Hauptkampfplatz, er kämpft gegen das Wort Gottes und verführt die Menschen zum Ungehorsam. Und dann kommt das Dilemma, dass Eva und Adam ungehorsam sind und wir alle in Sünde gefallen sind. Aber dieses Werkzeug wendet er immer und immer, immer wieder an. Er kämpft gegen das Wort Gottes. Will erst gar nicht, dass die Menschen erreicht werden von dem Wort Gottes. Aber wenn sie erreicht werden, dann stellt er es in Frage. Stimmt das wirklich, was da steht? Und was du gehört hast da in der Predigt, ist das wirklich wahr? Und er stellt immer wieder das Wort Gottes in Frage.
Die Bibel warnt davor. Paulus schreibt an Timotheus und sagt halt, es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht mehr tragen werden, sondern nach eigenen Gelüsten werden sie sich Lehre auflagen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit, die Wahrheit ist Jesus, abwenden und sich den Fabeln zukehren. Und wenn wir gucken, welchen Zustand wir haben, in vielen Gemeinden, in vielen Landeskirchen, genau das passiert derzeit. Da wird in Gemeinden alles Mögliche gemacht, aber nicht mehr das Freimachen der Evangelium von Jesus Christus gepredigt, dass man zum Kreuz kommen muss, dass man sein Leben übergeben muss, dass man seine Sünden bekennen muss, damit man gerettet ist. Da wird vieles anderes gemacht, Wichtiges auch gemacht, aber nicht das Wichtigste. Und dem Teufel ist das wohlgefällig. Man ist dem Wort Gottes nicht mehr gehorsam. Aber auch für uns. Da enttappen wir uns auch als wiedergeborene Christen immer wieder dabei. Gott sagt uns etwas ganz Klares zum Thema Vergebung, Nächstenliebe, Einsatz im Reich Gottes. Und da müssen wir auch mal wieder gucken, wo sind wir denn ungehorsam? Das ist das erste Werkzeug, mit dem der Widersacher arbeitet und mit dem er uns verführt. Ein zweites Werkzeug, mit dem er sehr, sehr gerne arbeitet und sehr erfolgreich ist, ist die Angst. Der arbeitet mit der Angst. Der häufigste Satz der Bibel, das wisst ihr alle, lautet, fürchte dich nicht. Also Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Wir sollen in Ehrfurcht vor ihm leben, aber wenn wir in der Gottesfurcht sind, dann dürfen wir keine Weltangst mehr haben. Das eine passt nicht zum anderen. Aber der Teufel ist genau andersrum, der arbeitet mit der Angst. Der redet dann den Menschen ein, hey, du kommst zu kurz. Du wirst nicht genug geliebt. Du hast nicht genug Anerkennung. Du brauchst noch mehr Geld, du musst dich sorgen. Und dann geht das los, das ganze Sorgenkarussell mit all den Ängsten. Und dann verführt der Menschen zu Handlungen, die dann gegen den Willen Gottes sind. Bitte passt immer auf, da wo ihr Angst habt, egal welche Angst das ist, die Angst um deine Gesundheit, die Angst um deine Altersversorgung, die Angst darum, dass du nicht irgendwann den Mann oder die Frau fürs Leben findest halt, die Angst davor, dass du einen lieben Menschen verlierst, das ist immer vom Teufel. Hey, wir einem lebendigen Gott, wenn du mit dem gehst, dann brauchst du keine Angst zu haben. Da kannst du alles loslassen. Aber wenn du Angst hast, dann wird er dich verführen zu Handlungen, die letztlich immer wieder gegen das Reich Gottes, gegen den Herrn und auch damit gegen Erweckung sind. Das ist das zweite Werkzeug, die Angst, mit der der Widersacher gerne arbeitet. Ein drittes Werkzeug, mit dem er immer wieder arbeitet, das ist der Reichtum, ganz so was anderes. 1. Timotheus lesen wir im 6. Kapitel, wir haben nichts in diese Welt gebracht, wir werden auch nichts herausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte, schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels, danach hat einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Ich bin ja landeskirchlicher Pfarrer. Ich war in drei Landeskirchen, habe an vielen Synoden, Kreissynoden und sowas alles teilgenommen halt. Und wisst ihr, es ging noch immer auf diesen Tagungen um eins, um Geld. Finanzen, der Haushalt, wir haben weniger Geld. Um eine Sache ist es nie gegangen, Erweckung. Dann wird uns erzählt, die evangelische Kirche in Deutschland hätte ein Finanzproblem. Die hat kein Finanzproblem, die hat ein Glaubensproblem. Aber über die Finanzprobleme kann der Widersacher ganz vieles zerstören. Aber nicht nur in Gemeinden, auch für uns. Das ist so eine Kiste, denken wir, naja, das haben wir ja im Griff, das mit dem Geld. Und hör nicht drauf, das, was Jesus sagt, nicht das vierfache Ackerfeld, nicht, dann wird das erstickt, das Wort Gottes, unter den Sorgen, Freuden und dem Reichtum dieser Welt halt. Das mit dem Reichwerden ist eine ganz gefährliche Sache. Wir glauben immer, ja, uns tut das nichts an halt. Passt auf, das ist eine Versuchung des Widersachers, nicht meine Idee, die der Bibel oder Spurgeon, der große Spurgeon hat gesagt, ich zitiere ihn, das Reichwerden wollen ist eine gefährliche Sache. Von allen Verführungen des Teufels, denen die Kinder Gottes ausgesetzt sind, ist diese die schlimmste, weil es die Versuchung ist, die sie nicht fürchten. Darum ist sie umso gefährlicher. Das ist genau der Punkt. Wenn dann die Aktiengewinne immer höher werden halt nicht und wir denken, oh, was wir drauf haben, was wir wieder für richtige Entscheidungen getroffen haben nicht, und was wir jetzt kommen, wir merken gar nicht, wie wir gebunden werden an das Irdische. Und der Mammon hat eine Kraft, eine Macht. Nochmal, das Geld als solches ist nicht verwerflich, aber das, was der Widersacher immer wieder macht, um uns damit zu versuchen. Und bitte prüft euch da
ob ihr viel habt oder wenig habt, der Widersacher kann immer wieder gerade mit dem Thema Reichtum und Geld arbeiten und uns verführen. Vorsicht davor. Ein viertes Werkzeug, mit dem er arbeitet, das ist die Gebetsmüdigkeit, ein ganz anderes Werkzeug. Wir gehen ja auf die Karwoche zu nächste Woche, denken an den Leidensweg unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und ist der Heiland in Gethsemane und hatte die Treuesten und Besten bei sich, die Elite, Petrus, Johannes, Jakobus. Und dann hat er nur einen Wunsch, dass sie mit ihm wachen und beten. Und dann wird diese grausame Szene erzählt, wie der Herr ringt, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Und die Jünger sollen mitbeten und dann findet er sie schlafend. Dreimal passiert das. Jetzt kann man sagen, oh weia Güte, was das schwache Kandidaten waren. Ja, das waren sie in dem Moment, aber wir sind genauso schwache Kandidaten. Das möchte ich hier auch bezeugen. Ich bin auch immer wieder gebetsmüde. Ich habe immer wieder Dienste zu tun, versuche das auch alles zu machen, aber ich muss immer wieder feststellen, ich müsste viel, 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 viel mehr beten. Gebet unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes. Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Ich sage das immer wieder so im militärischen Jargon. Ich sage immer, das Gebet ist die Artillerie der geistlichen Kriegsführung. So wie wenn man im Krieg ist halt und wenn man Infanterie vorrücken lassen will, dann muss erstmal die Ari reinhalten. Und so auch für uns, für unsere Dienste. Und weil wir zu wenig beten, passiert zu wenig. Ich habe mich immer zeitlebens dafür interessiert, wie Erweckung funktioniert. Wenn man die großen Erweckungsbewegungen der Welt anguckt, halt, wo die gewesen sind, ob das in Wales war, ob das im Siegerland gewesen, Minden-Ravensberger Land, ob das in der Urgemeinde gewesen ist, in Ninive damals die Erweckung, wie ist das gelaufen? Als erstes war es immer so, Gläubige haben Buße getan über ihr Versagen. Keiner beschloss, wir machen Erweckung, sondern die hast erstmal in sich geschlagen, haben Buße getan. Und dann haben die angefangen, die Hände zu falten, haben gebetet. Und dann sind die Dinge passiert. Das ist die Grundlage für Erweckung. Buße bei den Gläubigen und intensives Gebet. Und wenn ich so gucke auf Deutschland, ich kann jetzt hier nicht irgendwelche statistischen Zahlen sagen, aber so vom Gefühl her, nicht gemessen, sondern gefühlt. Solange ich Christ bin, wir sind da Gebetskreise eingeschlafen. Und wenn man so in Gemeinden kommt, ich darf viel rumkommen in Deutschland, dann erlebt das, und dann wird erzählt, was man alles hat und in der Kinderjugendarbeit, Lobpreisteams. Und man fragt nach den Gebetskreisen, das ist mir manches Mal schon passiert, sagen, ja, da kam keiner mehr hin, den haben wir einschlafen lassen. Das ist so wichtig, dass wir heute diesen Gebetstag machen, denn das ist das, was Deutschland braucht. Gebet, Gebet um Erweckung. Wenn wir Erweckung wollen, dann müssen wir die Hände falten. Das ist das Wichtige. Das ist entscheidend halt. Das ist so, so wichtig. Und bitte prüft euch auch mal, wie euer Gebetseinsatz für Erweckung aussieht. Auch Gebetseinsatz für die Menschen in eurem Umfeld, die noch nicht wiedergeboren sind. Ich hoffe, jeder von euch, der heute Abend hier ist in Köln, der zugeschaltet ist, hat einen, wenigstens einen auf seiner Gebetsliste, der noch nicht beim Heiland Jesus Christus ist und den ihr täglich vor den Thron Gottes bringt. Dass ihr fleht für den und sagt, Herr, erreich ihn. Bitte begegne du ihm durch deinen Geist, dass er zum lebendigen Glauben kommt. Aber leider sind wir, viele von uns, zu gebetsmüde geworden. Und eine fünfte und letzte Waffe, ein fünftes und letztes Werkzeug, mit dem der Widersacher arbeitet, gerade auch in der Endzeit, das ist die Lauheit. Das ist die Lauheit. Das ist auch ein Teil der Gebetsmüdigkeit, das ist auch Teil der Lauheit. In den Zen-Schreiben wird der Gemeinde Laodicea gesagt, halt, ich kenne deine Werke, wärst du doch warm oder kalt. Aber weil du lau bist, weder warm noch kalt, spucke ich dich aus. Und das ist so ein Punkt, wo wir uns als Wiedergeborene immer wieder fragen müssen. Ich bin in der Nachfolge, ich kenne den Herrn Jesus Christus, ich weiß um alles, was er für mich getan hat. Aber wie ist denn die Intensität meines Dienstes, meines Verkündigungsdienstes, meines Gebetes, meiner Vergebungsbereitschaft? Oder mache ich es alles nur noch mechanisch? Bitte prüft euch da. Und wenn, wir werden gleich über Buße hören, wenn ihr feststellt, eines dieser Werkzeuge des Widersachers hat mich verführt, dann gibt es nur eins, in die Buße gehen, den Herrn um Vergebung gebeten, dass er ihn zurüstet und dass man diesen Versuchungen nicht weiter erliegt. Noch einmal dieses Wort aus 1. Petrus 5. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Ich darf
Dr. Heinrich Derksen, Pastor dieser Gemeinde und Leiter des Bibelseminars Bonn, und Manfred Müller, Leiter der HMK, Hilfsaktion Märtyrerkirche, hier oben auf die Bühne bitten. Und wir wollen gemeinsam mit dem ersten Gebetsteil beginnen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, das wollen wir vor dir bekennen und uns beugen davor, vor dir, dem lebendigen Gott, dass wir so häufig lau geworden sind. Das will ich aussprechen für mein Leben, für meine Nachfolge, für meinen Dienst, aber auch stellvertretend für die Geschwister, die hier sind und zugeschaltet sind. Herr, manches haben wir nur noch so mechanisch gemacht. Wir waren gar nicht mehr mit der richtigen Liebe dabei. Wir haben es getan, weil du es uns geboten hast, halt, aber wir waren nicht mehr brennend im Geist. Dieses Versagen vergib mir, vergib den Geschwistern und schenk du uns neu deinen guten Heiligen Geist. Rüste uns aus einfach, dass wir dieser Versuchung der Lauheit nicht weiter nachgehen, Herr. Aber Herr, du kennst auch mein Herz. Du weißt auch, wo ich immer wieder hänge am Reichtum, wo ich mich immer wieder binden lasse vom Mammon, wo ich über diese Dinge nachdenke. Herr, vergib mir das. Und ich möchte dich bitten, Herr, für die Geschwister, die hier sind, die zugeschaltet sind, denen es ähnlich geht, Herr. Vergib du, wo wir uns haben verführen lassen, Herr. Wo wir nicht auf dich geguckt haben, den Gott, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen, sondern wo wir mit dem irdischen Mammon gerechnet haben, Herr. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der vergibt, der uns annimmt, Herr. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Und danke, dass du auch der Gott bist, der für uns die Furchtlosigkeit möchte, Herr. Du weißt, wo wir uns immer wieder Angst machen lassen von der Welt und von den Dingen, die in dieser Welt sind, Herr. Auch da vergib, wo wir auf das Irdische geguckt haben, auf das Fleischliche und nicht auf das, was dich meint, Herr. Ich möchte dich bitten um Vergebung meiner Schuld, Vergebung der Schuld für die Brüder und Schwestern, Herr. Und möchte dich bitten um deinen guten Geist, dass er uns immer wieder neu ausrichtet, auf dich hin. Den Herrn und Heiland dieser Welt, dem wir Lob, Preis und Ehre geben in aller Ewigkeit. Amen. Ja, guter Gott, wir lesen in deinem Wort, so hast du es, Herr Jesus, zu deinen Jüngern gesagt, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Und deshalb geht es zuallererst um uns. Es geht um mich. Und es geht darum, dass ich dich bitten möchte und bitten darf, dass ich mich nicht verführen lasse. So wie wir es eben in dem Impuls gehört haben, Herr, dass ich deinem Wort gehorsam bin. Herr, vergib du mir da, wo ich deinem Wort ungehorsam gewesen bin. Du weißt, wie schnell ich mich da immer wieder einfangen lasse und mich ablenken lasse und mir meine eigene Theorie und Theologie zurechtlegen will. Ich will bei deinem Wort bleiben und deshalb bitte ich dich, Herr, dass ich immer wieder daran festhalten kann, dass dein Wort wahr und irrtumslos ist und dass es gültig ist in Zeit und Ewigkeit und dass dein Wort bestehen bleibt. Wenn alles in dieser Welt vergeht, wird dein Wort bleiben. Und in diesem Sinne bitte ich, Herr, für mich, bitte ich für meine Familie, ich bete für meine Gemeinde und ich bete für unser Land. Herr, ich bete, dass du uns bewahrst vor dieser Verführung, dass wir ungehorsam deinem Wort gegenüber sind. Herr, wir beten auch, dass du uns die Angst nimmst, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor irgendwelchen Katastrophen, die Angst vor dem Untergang. Letztendlich leben wir aus deiner Gnade und am Ende wirst du triumphieren und du bist ein wiederkommender Herr und deshalb bitte ich dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir müde werden, einschlafen und vergessen, dass du bald wiederkommst. In diesem Sinne, bewahr uns vor der Verführung, Herr, der Angst und Sorge in dieser Welt. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen, dass du uns auch bewahrst vor der Gebetsmüdigkeit. Herr, gib mir einen brennenden Geist, der immer wieder zu dir ruft und dich bittet, Herr. Lass dieser Abend und dieser Tag auch nur ein Tag von den vielen in diesem Jahr sein, wo wir dich um Erweckung anflehen, Herr. Und wir bitten, dass du uns davor bewahrst, dass wir nur noch auf uns schauen und vergessen, auf dich zu schauen. Du bist der Herr des Universums. Du sitzt auf dem Thron. Du regierst. Und bewahr uns davor, dass wir uns vor deinem Angesicht abwenden. Wir wollen zu dir aufblicken und dein Handeln in diesem Land erwarten. In diesem Sinne, Herr, sei uns gnädig und erbarme dich über unser Land. Amen. Lieber Herr, und wenn wir heute Abend in den Riss treten wollen, für unser Land um Erweckung beten wollen, Herr,
Dann brauchen wir es zuerst, dass du uns ganz neu belebst. Wir wollen dir das bekennen, Herr. Wir sind müde geworden. Ach, Herr, wir haben so viel Segen erleben dürfen in unserem Leben. So viel Segen in unserem Land. Aber jetzt strömt so viel auf uns ein. Die Dinge der Nachrichten, der Meldungen, all das, was uns ablenkt, was uns den Blick verstellt. So viele falsche Kompromisse, die wir eingegangen sind. Ach, Herr, nun haben wir den Weg verloren. Nun sind wir in die Irre gegangen. Herr, wir sehen es an allen Ecken und Enden. Wir stehen unter deinem Gericht. Wir sind in Gefahr, Herr, dass über uns das Wort gilt. Du hast sie dahingegeben. Nun erfüllt sich das Wort, Herr, was wir in der Schrift lesen, dass die, die uns hassen, über uns herrschen. Herr, heute Abend treten wir vor dich. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns neu erquicken wollest. Dass du uns ganz neu ausrüsten wollest. Ach, Herr, wir stehen vor dir und bitten um Erweckung. Fang in unserem Leben an. Fang du bei mir an, Herr, dass dein Wort uns wieder das Liebste und Teuerste wird. Aber dann mach uns auch zu Segensträgern. Ach, Herr, du hast uns verstoßen. Du hast uns zerstreut. Du bist zornig geworden über uns. Tröste uns wieder. Beleb du dein Werk wieder. Wir loben und preisen dich, Herr, für lebendige Gemeinden in unserem Land. Ach Herr, lass doch Segensströme fließen. Öffne uns die Herzen. Lass unser Leben, unser Herz ein guter Ackerboden sein. Lass dein Wort in unserem Leben Frucht tragen. Segne uns, Herr. Schenke uns Freimut. Mach uns zu mutigen Bekennern. Lass Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leben, aus unseren Gemeinden in dieses orientierungslose, vertrocknete, durstige Land fließen. Herr, erbarme du dich. Amen. Amen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.